moin zusammen. Es ist wieder Freitag, 13.45 Uhr. Zeit für das Online-Training für die Altersgruppe U16 und älter. Die fleißigen Zuschauer der letzten Wochen haben schon gemerkt, ich mache das Ganze nicht alleine. Heute kann ich Johannes Hellmann begrüßen, ein wirklicher Rastafari, der seit der U8 hier bei Rasta spielt, seitdem sämtliche Jugendmannschaften durchlebt hat, von U10, U12, U14 und jetzt der JBBL bei den Young Rasta Dragons. Letzten Wochen ging es viel darum, dass wir wieder mit Krafttraining angefangen haben. Wir haben Ballhände gemacht und dann war es ganz viel mit Attacken zum Korb und verschiedenen Korbiger-Variationen. Heute wollen wir uns ein bisschen mehr mit dem Wurf beschäftigen. Das ist Johannes' Spezialität, deswegen habe ich ihn mir heute auch dazu geholt. Aber als allererstes, ihr kennt es schon, wir packen den Ball erstmal weg und starten mit ein bisschen Krafttraining. Okay, Johannes, du begibst dich bitte in den Vierfüßlerstand, versuch dich mal quer hier hinzulegen. Hände auf den Boden, Füße auf den Boden, in die Pusher-Position. Ihr kennt es von letzter Woche noch, wir machen erstmal ein, zwei Vorübungen zum Thema Liegestütz. Johannes, du versuchst bitte jetzt 10-mal immer abwechselnd den linken und den rechten Arm zu heben. Ja, er fängt direkt mit der fortgeschrittenen Variante an und hebt gleichzeitig auch noch sein Bein diagonal, in dem Fall rechten Arm heben, linkes Bein heben. Okay, wie ihr hier seht, seine Hüfte ist die ganze Zeit stabil, sein Bauch ist angespannt. Kopf ist eine Verlängerung von der Wirbelsäule, er macht das sehr gut. Wie viel hast du, Johannes? Zwei noch, okay, gut. Alles klar, so, du kannst kurz absetzen. Ne, auch die Geschichten könnt ihr gerne zu Hause machen, absolut problemlos, dass es schnellstmöglich besser wird und wir jetzt zu den Liegestützen kommen können. Johannes, bitte wieder in die Position. Du versuchst jetzt mal in einer sehr, sehr soliden und sauberen Ausführung hier. Die Hände sind, oder der Arm ist eine Verlängerung von der Schulter. Okay, Ellenbogen am Körper langführen. Du machst mal 5 Push-Ups, bitte. Gut, ja, die Brust geht immer bis zum Boden. Der Bauch ist auf Spannung. Er versucht hier den Rücken möglichst rund zu haben und nicht durchzuhängen. Alles klar, kurz wieder absetzen, kurz Pause. Wenn 5 Push-Ups für euch zu wenig sind und nicht anstrengend genug sind, könnt ihr auch gerne auf 10, 12, vielleicht sogar 15 stoßen. Okay, wir machen das Ganze 3 Durchgänge, Johannes, das war der erste. Mach bitte noch einen. Jetzt kannst du auch gerne mal 7 Push-Ups machen. Ich glaube, 5 waren ein bisschen wenig für dich gerade. Sehr gut. Versuch unten kurz zu halten, wenn du den Boden mit der Brust berührst und wieder hoch. Bravo. Ja, den Rücken noch ein bisschen runder machen, nicht so sehr am Hohlkreuz. Sehr gut. Alles klar. Das war der zweite Durchgang, wie letzte Woche schon gesagt. Okay, diese Übung oder auch diese Push-Ups könnt ihr gerne morgens vor oder nach dem Frühstück, bevor ihr in die Schule fahrt, bevor ihr vielleicht eure Online-Konferenzen habt, mittags nach dem Mittagessen, abends vorm Schlafen gehen. Ja, immer Situationen und Möglichkeiten finden, wo ihr ein bisschen mit eurem eigenen Körpergewicht arbeiten könnt, um so stabiler zu werden. Letzter Durchgang, Johannes. So, jetzt mal 10 zum Abschluss, bitte. 10 saubere. 1, 2. Gut, hab den Rücken ein bisschen runter, Ellenbogen nah am Körper, sehr gut. Sehr gut, gut, gut. Alles klar, okay. Wir gehen jetzt noch auf eine Push-Up-Variation ein. Natürlich mit dem normalen Push-Up, den wir gerade gemacht haben, versuchen wir unseren gesamten Oberkörper zu trainieren, ein bisschen spezieller die Brustmuskulatur, die Schultermuskulatur. Okay, und jetzt versuchen wir mal ein bisschen mehr unseren Trizeps, der ist am Oberarm, die äußere Seite, da noch ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen. Johannes, du gehst bitte wieder in die Push-Up-Position und versuchst mal deine Hände ein bisschen enger zu platzieren, okay, dass mehr der Trizeps beansprucht wird. Ne? Kann man auch Diamond-Push-Ups nennen, weil man mit den Fingern hier einen kleinen Diamanten bildet. Auch da könnt ihr versuchen, 2 oder 3 zu machen oder wenn es euch das noch zu schwierig ist, lasst euch langsam runter in 7 oder 10 Sekunden. Okay, Johannes, auf geht's. Ne, hier seht ihr, die Arme werden noch enger am Körper lang geführt und nicht so breit wie gerade eben. Ist auch deutlich anstrengender, wenn man da schon 5 oder 7 von kann, ist das schon sehr, sehr beachtlich. Wie viel hast du gerade gemacht, Johannes? Hättest du noch mehr machen können? Ja. Ja, würde ich sagen, gehst du nochmal runter und machst vielleicht nochmal 7. Alles klar, auch davon wieder 3 Durchgänge. Und hört bitte erst auf, wenn ihr kaputt seid und nicht, wenn ihr meint, fertig zu sein. Johannes, auf geht's. Ja, man sieht auch die Begeisterung in Johannes' Gesicht, er ist ein Riesenfan vom Krafttraining. Gehört aber einfach dazu, um, wie schon angesprochen, höher zu springen, schneller zu sein, kräftiger zu sein als die Gegenspieler.
damit man auch seinen Körper dementsprechend einsetzen kann, wenn es ein bisschen körperlicher wird innerhalb der Zone oder allgemein im Spiel. Sehr gut, Johannes. Ne, mach kurz eine Pause, dann machen wir auch gleich noch einen Durchgang von. Wie gerade schon gesagt, da immer versuchen. Vielleicht klappt es schon mit 1, 2 oder 3 Wiederholungen und wenn nicht, langsam runterlassen, versuchen die ganze Zeit den Körper auf Spannung zu haben, um dann irgendwann Fortschritte zu merken und vielleicht ein paar mehr am Stück zu können. Kriegen wir noch einen hin, Johannes? Hervorragend. Ne, Bauch auf Spannung, versuch deine Füße hin zusammen zu haben, nicht so weit auseinander. Gut. Sehr gut. Ne, Bauch auf Spannung, du bist ein bisschen im Hohlkreuz. Alles klar, das reicht schon. Auch wie die letzten Wochen, wir haben jetzt primär den Oberkörper trainiert, ne, auch schon ein bisschen die Rumpfmuskulatur. Jetzt wollen wir noch eine Übung machen für den Unterkörper, okay, gerade für die Beine. Johannes, wir machen noch ein paar Kniebeugen, alles klar. Versuch bitte erstmal seitlich zur Kamera zu sein, okay, dass die Jungs und Mädels zu Hause auch die richtige Technik sehen. Alles klar. Gut, der Rücken ist hier so gerade wie möglich. Die Knie bleiben außen. Johannes versucht, die Arme mal vorne zu haben. Gut, unten kurz halten. Fersen oder Hacke bleiben die ganze Zeit auf dem Boden. Das Knie verläuft über dem Mittelfuß. Genau, er macht es schon sehr gut. Auch da hat er schon mehrere Jahre Erfahrung. Wie ich ja schon gesagt habe, Krafttraining wird hier bei uns sehr, sehr groß geschrieben. Einfach, damit man körperliche Vorteile gegenüber den Gegenspielern hat. Okay, alles klar. Auch da versuchen wir jetzt mal 3 Durchgänge zu machen, a 10 Wiederholungen. Je besser das bei euch von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag funktioniert, könnt ihr die Wiederholungsanzahl auch ein bisschen steigern, irgendwann auf 15 Wiederholungen kommen, auf 20 Wiederholungen kommen. Wir starten jetzt aber mal 3 Sätze, a 10 Wiederholungen. Johannes, auf geht's. Alles klar, versucht die Knie wirklich außen zu halten. Ja, es ist gerade ein bisschen schwieriger für Jungs, die noch im Wachstum sind. Bei Johannes hoffen wir natürlich noch darauf, dass da noch der ein oder andere Zentimeter nach oben kommt. Aber sind wir alle guter Dinge. Sehr, sehr gut. Rücken bleibt gerade. Stabil bleiben. Versucht auch eure Atmung zu kontrollieren. Ja, wenn ihr nach unten geht, versucht durch die Nase einzuatmen. Wenn ihr wieder nach oben kommt, durch den Mund aus. So könnt ihr noch mehr Kraft aufbringen. Alles klar, Johannes, das waren 10. Dann mach kurz Pause. Wir versuchen jetzt nochmal eine kleine Steigerung zu bekommen. Denn irgendwann ist es ja das Ziel, dass man es nicht nur mit dem eigenen Körpergewicht macht, sondern dass man irgendwann auch noch Gewicht zulegt. Alles klar, da gibt es 2 Variationen, entweder die Frontkniebeuge oder die Kniebeuge, wenn das Gewicht auf dem Rücken ist. Wir versuchen jetzt mal mit dem Stock zu veranschaulichen, dass die Stange oben vorne liegt. Johannes, versuch mal bitte deine Arme auszustrecken. Und jetzt legen wir die Stange hier oben auf die Schultermuskulatur und versuchen eine Kniebeuge zu machen. Nicht schummeln und die Stange mit dem Kinn einklemmen, okay, sondern versuchen sie wirklich zu balancieren, oben auf den Schultern zu haben und dabei langsam und kontrolliert nach unten zu gehen und wieder hochzukommen. Johannes, auf geht's, 10 Wiederholungen. Sehr, sehr gut. Auch da könnt ihr zu Hause schauen, was ihr da habt, eventuell einen Besenstock oder eventuell andere Geschichten, die ihr noch zu Hause habt, ein Wischer, okay, solche Sachen. Einfach da mal kreativ werden oder ihr geht nach draußen, versucht noch einen Stock zu finden, um den euch oben raufzulegen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um das zu trainieren. Sehr gut, Johannes. Knie bleiben außen, alles klar. Das waren 10. Dann mach kurz Pause. Das Gleiche machst du nochmal. Bitte jetzt mit dem Gesicht nach vorne, dass man nochmal richtig gut sehen kann, dass deine Knie die ganze Zeit ausbleiben. Gerade auf dem Weg nach oben ist es schwierig, da Kontrolle in seinen Knien zu haben und man knickt gleich mit den Knien ein. Das wollen wir versuchen zu verhindern, um einfach mögliche Verletzungen präventiv zu behandeln, dass es gar nicht dazu kommt. Alles klar, du machst nochmal 10 Wiederholungen. Bitte, Johannes, geh ruhig einen Schritt nach vorne, dass man das auch wirklich gut sieht. Du legst die Stange oben auf deine Schultern, streckst die Arme aus und die letzten 10 Wiederholungen zum Thema Krafttraining. Auf geht's. Bravo, versuch, dass dein Rücken unten nicht einrundet, sondern so gerade wie möglich bleibt. Sehr schön. Ja, entspann deinen Nacken auch ein bisschen, versuch den nicht so sehr nach hinten zu strecken, sondern gerade zu bleiben. Hey. Sehr gut, Johannes. Ja, gut, das waren 10. Alles klar, die Stange kannst du mir geben. Wer braucht, kann kurz für 10 oder 15 Sekunden eine kleine Trinkpause machen. Danach geht es weiter und wir starten mit dem Ballhandling. Ihr schnappt euch euren Basketball,
Ja, wir versuchen wieder eine klitzekleine Routine zu machen, dass wir ein bisschen unsere Fingerspitzen aufwärmen, dass wir ein bisschen in das Gefühl kommen, jetzt Sport zu machen. Alles klar, Johannes da rum. Versuch mal einen Schritt außerhalb der Zone zu stehen. Ja, auch da könnt ihr wieder zu Hause schauen, wo ihr ein bisschen Platz habt, um auf und ab zu laufen, wo ihr eventuell auch auf dem Freiplatz ein bisschen Platz habt. Und jetzt versuchen, ein bisschen ins Laufen zu kommen. Erste Geschichte, Johannes, ganz simpel. Du machst bitte bei jedem Dribbling einen Handwechsel. Okay, auf geht's. Erstmal hin und zurück. Im Laufen. Gut, gut. Na, jedes Dribbling einen Handwechsel, Johannes. Jedes Dribbling einen Handwechsel. Auf geht's. Gut. Ja, versuch mal jetzt ein bisschen tiefer zu sein und den Ball wirklich am langen Arm zu kontrollieren. Ja, schon besser. Schon besser. Das gleiche nochmal zurück. In Ordnung, gut. Jetzt versuch mal jedes Dribbling durchs Bein zu machen. Ne, der Blick ist die ganze Zeit nach oben. Gerade Johannes als Guard hat das nicht zum ersten Mal jetzt von mir gehört. Versucht immer seine Mitspieler in Szene zu setzen, alles im Blick zu haben. Ganz, ganz wichtig. Ja, das gleiche nochmal. Bravo. Sei ein bisschen tiefer, Johannes, dribbeln ein bisschen härter, bitte. Okay, schon besser. So, du machst das gleiche mal rückwärts, dribbelst vorne durchs Bein, läufst aber dabei bitte rückwärts. Alles klar? Sehr gut, sehr gut. Und einmal drehen und wieder rückwärts zurück. Sehr schön. Nächste Aufgabe für euch und für Johannes hier in der Halle. Machst mit der rechten Hand zwei Dribblings nach innen und nach außen. Machst einen Handwechsel durchs Bein, machst einen Handwechsel vom Körper. Okay, also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, auch da könnt ihr gerne zu Hause wieder mitzählen, um den Rhythmus zu haben, wenn es euch hilft. Auf geht's, Johannes. Sehr gut. Sehr schön. Ja, nochmal mit rechts anfangen, nochmal mit rechts anfangen. Härter dribbeln. Versuch ein bisschen tiefer zu sein. Nicht wie der Glöckner von Notre Dame so einen runden Rücken zu haben. Alles klar. Selbe Geschichte jetzt mit der linken Hand anfangen, okay? Auf geht's. Gut, Johannes. Gut. Okay. Das gleiche nochmal zurück. Ja, auch hier. Bei den ganzen Handwechselgeschichten. Ganz, ganz wichtig, dass wir wieder den Ball versuchen, am langen Arm zu kontrollieren. Ja, wir wollen es dem Verteidiger so schwierig wie möglich machen, dass er sich vor uns halten kann, dass er den Ball stehlen kann. Und da wollen wir mit unserem ganzen Armspannweite arbeiten, um da unsere bestmögliche Situation rauszuarbeiten. Okay, Johannes, nächste Geschichte. Du machst wieder mit deiner rechten Hand zwei Dribblings nach innen, nach außen, durchs Bein, hinterm Rücken. Alles klar? Ja, der Ball ist immer in der rechten Hand am Anfang. Was ihr seht bei Johannes, er macht nach diesen vier Dribblings immer eine klitzekleine Pause, um dann wieder möglichst schnell, möglichst hart in seine Kombination zu gehen. Johannes, sehr gut. Das gleiche nochmal. Bravo. Gut, und wieder zurück. In Ordnung. Gut, wir starten mit der nächsten Geschichte. Wieder mit dem Ball in der rechten Hand am Anfang, nach innen, nach außen, zweimal vor dem Körper und ein Dribbling durchs Bein. Ja? Innen, außen, vom Körper, durchs Bein. Danach wieder eine kurze Pause und in fünf schnelle Dribblings gehen. Okay, auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Auf geht's. Super. Ah, ihr habt letzte Woche vielleicht aufgepasst, da habe ich ganz viel über Dribbelroutinen gesprochen. Auch solche Geschichten kann man problemlos machen vor dem Training, vor dem Spiel, einfach um sich für 5 oder 10 Minuten schon mal kurz zu akklimatisieren, schon mal kurz daran zu gewöhnen, was im Training bevorsteht. Und dass man direkt bereit ist und direkt konzentriert ist, um ins Training zu starten. Na, Johannes, weiter. Alles klar. Wir gehen noch eine Stufe weiter. Hast den Ball in der rechten Hand. Innen, außen, vom Körper, durchs Bein, vom Körper. Das sind 6 Dribblings am Stück. Danach wirklich kurz aufrichten, Augen nach oben nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, auch wieder gerne zu Hause mitzählen, um in den Rhythmus zu kommen. Ja, auf geht's. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, okay.
Soll ich dir aufschreiben nächstes Mal, Johannes? Besser. Okay. Das machen wir nochmal. Ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Sehr schön. Ja, das sieht gut aus. Dribbeln ein bisschen härter. Keine Angst, keine Scheu haben, den Ball zu verlieren. Wie gesagt, das zeigt uns nur, dass ihr am Limit arbeitet und dass ihr wirklich besser werden wollt. Einmal noch. Alles klar. So, ich würde sagen, das ist die erste Trinkpause. Du kannst den Ball kurz weglegen, Johannes. Nimmst einmal einen Schluck. Wie ich gerade einmal kurz erwähnt habe. Dribbelt am Maximum, dribbelt hart, versucht eure Armspannweite zu nutzen. Verliert auch ruhig mal den Ball ein, zwei Mal jetzt im Training. Lieber den Ball jetzt verlieren, als irgendwann wieder, wenn es Spielbetrieb gibt und ihr im vierten Viertel den Ball dribbelt und dann einen ganz, ganz doofen Ballverlust habt, weil ihr einen technischen Fehler gemacht habt. Das wollen wir vermeiden. Das wollen wir jetzt schon bestmöglich so hinbekommen, dass wir da am Limit spielen können. Dann lieber jetzt ein paar Mal den Ball verlieren, als dann, wenn es darauf ankommt. So, machen wir weiter, Johannes. Ja, wie schon angekündigt, geht es jetzt um den Wurf. Ja, am Ende kommt es darauf an, wer den Ball öfter in den Korb schmeißt. Okay, und natürlich gibt es nicht immer einen Korbleger, weil es in der Zone sehr, sehr viel Verkehr gibt, sehr viel Traffic ist, sehr viel los ist. Darum muss man oft auf den Wurf zurückgreifen, gerade aus der Distanz oder aus der Mitteldistanz. Zum Anfang, Johannes, wir starten mit Formshooting. Einfach nur, um ein bisschen in den Wurf reinzukommen, um die Bewegung kennenzulernen. Fällst bitte den Ball am gestreckten Arm. Versuchst deine Füße schulterbreit oder hüftbreit zu justieren, deine Fußspitzen zeigen zum Korb, dann nimmst du ihn einmal hier nach oben. Ne, wichtig ist da, dass du den Ball nicht von zu weit unten wirfst. Man versucht immer von rechten Winkeln zu sprechen, um da die bestmögliche Situation zu haben. Und dann wirfst du ihn einfach mal in einer schönen Flugkurve in Richtung Korb. Auf geht's. Sehr schön. Lass den Arm bitte stehen, versuch deine Fingerspitzen auseinander zu machen, wenn du das Handgelenk abklappst. Bravo, mal versuchen, den Ball ohne Ringberührung in den Korb zu bekommen. Ja? Wenn es darum geht, wie wir den Ball kontrollieren wollen, wollen wir nicht versuchen, ihn so sehr zu greifen mit unseren Fingerspitzen, sondern ihn in die Handfläche zu legen, zu schauen, dass da eine kleine Kuhle ist und dann oben schön über die Fingerspitzen den Ball in Richtung Korb bekommen. Ja? Auch da könnt ihr mal schauen oder darauf achten, welcher Finger der letzte ist, der den Ball berührt. Ja, das sind wahrscheinlich meistens einer von den drei größeren Fingern, dem Ringfinger, dem Zeigefinger oder auch dem Mittelfinger. Gut, versucht das Handgelenk noch mehr abzuklappen. Ja, bei den Kiddies versucht man oft zu sagen, dass sie oben eine Keksdose auf dem Schrank greifen sollen. Ja, das macht Johannes schon sehr gut. Könnt auch mal auf die Rotation bei dem Ball schauen. Ne? Johannes Ball dreht sich die ganze Zeit rückwärts, hat Backspin, das ist auch sehr, sehr wichtig. Falls der Ball, wie jetzt gerade eben, mal hinten an den Ring springt, geben wir ihm den nötigen Spin mit, damit er noch reinfällt. Gut, Johannes. So, versuch mal 5 Treffer. Versuch mal 5 Treffer. Sehr schön. Die Augen sind die ganze Zeit auf den Ring gerichtet. Wir wollen gar nicht irgendwie auf den Ball gucken, sondern nur unseren Fokus, unseren Blick in Richtung Ring haben. Ich werde hier noch zum Fußballprofi, Johannes. Okay, schön ohne Ring, ohne Brett. Was sind das, 4 Treffer? Einen machst du bitte noch. In Ordnung. So, da wir natürlich im Spiel nicht nur unsere rechte Hand nehmen, um da den Ball Richtung Korb zu bekommen, versuchen wir jetzt mal, unsere zweite Hand dazu zu nehmen. Na, wir machen genau das Gleiche wie gerade eben. Johannes bewegt sich ein bisschen um den No-Charge-Kreis rum, dass wir auch in verschiedenen Winkeln werfen, nehmen die zweite Hand dazu, fangen unten an und gehen mit Schwung nach oben und versuchen dann mal, den Ball in Richtung Korb zu befördern. Auf geht's, Johannes. Gut, versuch ein bisschen höher zu werfen, nicht zu flach. Auch da ist es euch selbst überlassen, was für eine Wiederholungszahl oder was für eine Trefferanzahl ihr macht. Ich bin immer ein Fan davon, dass man 20 Treffer mit der starken Hand macht, dass man dann noch 20 oder 25 Treffer macht mit der zweiten Hand dazu, um einfach schon ein gewisses Gefühl zu bekommen für den Ball, ein gewisses Gefühl zu haben. Ja, fühlt sich gut an, muss ich auf irgendwas genau achten, ist meine zweite Hand nicht so gut platziert, wie sie platziert sein sollte. Ja, und dann kommt ihr selber in einen guten Rhythmus, ja, bekommt gute Kontrolle, ein gutes Gefühl dafür, worauf es im Training oder im Spiel danach ankommt. Ja, am Ende geht es darum, dass wir nur mit der starken Hand werfen. Die zweite Hand ist nur dazu da, um den Ball
zu unterstützen auf dem Weg nach oben, aber geht nicht aktiv in die Wurfbewegung mit ein. Gut, Johannes, geh mal einen Schritt nach hinten. Ungefähr an den Zonenrand, genau. Versuch auch jetzt nochmal 5 Treffer zu machen. Auf geht's. Alles klar. 1. Johannes, der war zu flach. Versuch höher zu werfen. Auch das hast du nicht zum ersten Mal gehört. Aha, besser. Oberkörper ist so aufrecht wie möglich. Du musst höher werfen, Johannes. Wie viele Treffer hast du? 1, 2. Sehr gut. Natürlich nur absoluter Ausnahmezustand, dass ich hier mit dem Ball Johannes mit dem Fuß den Ball zu Johannes spiele. Das sind 5? Alles klar. So, jetzt sind wir ein bisschen warm, jetzt haben wir ein kleines Gefühl dafür bekommen, wie sich der Wurf heute anfühlt. Jetzt geht es darum, in die perfekte Position zu kommen, um einen Wurf zu nehmen. Ja, man versucht immer, den Ball in die Ausgangsposition zu bekommen, die ist leicht unter dem Bauchnabel und nennt es den Balldip. Okay, ne? Auch da versucht man den Kindern zu sagen, man dippt die Nachos in die Salsa oder Käsesoße, bringt den Ball einmal nach unten und startet dann mit dem Wurf. Johannes, du bewegst dich bitte einmal in der Mitteldistanz, okay, hast den Ball über dem Kopf, machst 2 Hopser, 1, 2, auf den dritten gehst du runter, dippst den Ball und gehst da in den Jumpshot. Alles klar? Auf geht's. Gut. Johannes hat jetzt gerade ein bisschen zu lange am Boden gebraucht. Versuch bitte die Kontaktzeit der Füße so gering wie möglich am Boden zu halten und mehr wie ein Pogo-Stick euch direkt wieder nach oben zu drücken. Gut. Hol dir gleich mal die Rebound selber, Johannes. Ich möchte jetzt nicht noch 500 Pässe mit dem Fuß spielen. Gut. So, wir starten mal mit 6 Treffern. Gut, Johannes. Na, ihr seht, seine Fußstellung ist sehr, sehr gut. Er ist ungefähr hüftbreit oder schulterbreit, kann da ganz, ganz viel Schwung aus seinem Unterkörper rausholen und muss sich nicht auf seine Kraft im Oberkörper verlassen. Sehr gut. Bitte noch ein bisschen schneller vom Boden landen. Okay, ist ein bisschen zu lange, wie du am Boden bist. Hol dir mehr Schwung. Na los. Okay, sehr guter Wurf. Wir sind das 3, Johannes. Bitte von nach zu nach schneller werden, schneller am Boden wegkommen. Landest immer noch deutlich zu lange. Gut. Und dann gehen wir mal in die komplette Streckung unseres Körpers. Wie so ein Skispringer versuchen wir auch unseren Unterkörper zu strecken, um da den ganzen Schwung mitzunehmen. Okay, Johannes, wirf höher. 5. Du hast 5? Alles klar. Das gleiche machen wir nochmal. Wir machen jetzt 6 Treffer mit dem Ball am gestreckten Arm zur Seite. Und nach jedem Treffer wechselst du einmal die Richtung. Wenn du getroffen hast und den Ball an der linken Seite hattest, gehst du danach an die rechte Seite. Auch da versuchen, den Ball wieder zu dippen, nach unten zu bringen und dann ein bisschen schneller dich bitte in den Wurf drücken. Ja? Auf geht's. Sehr schön. Jetzt bin ich hier wieder am Rumkicken. Ah, auch das, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt vorm Training, vorm Spiel, könnt ihr versuchen, ein paar Wiederholungen zu bekommen oder auch ein paar Trefferanzahl zu bekommen. Ne, die 6 Treffer von mir sind jetzt nicht festgeschrieben, da könnt ihr auch gerne sagen, ihr macht 2 pro Seite, ihr macht 5 pro Seite. Dieser Balldip ist im Spiel ungemein wichtig, um den vernünftigen Schwung mitzunehmen, um in den Wurf zu kommen, denn gerade wenn es im dritten oder vierten Drittel bisschen an die Substanz geht und man nicht mehr die Kraft hat wie im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit, muss man ganz, ganz viel Schwung aus den Beinen nehmen und da reicht es nicht, nur aus dem Oberkörper zu werfen. Es gibt einen NBA-Spieler, der auch wirklich ohne Dip sehr, sehr hochprozentig wirft, das ist Klay Thompson von den Golden State Warriors, kennen wahrscheinlich alle von euch zu Hause, einer der besten Shooter aller Zeiten und der schafft es wirklich aus jeder Situation in den perfekten Wurf zu kommen, sehr, sehr beeindruckend. Gut, Johannes. Das sind 6. Alles klar. Ein Freiwurf treffen.
Auch das immer mal wieder einstreuen, ob ein Treffer, ob zwei Treffer, ob drei in Folge oder fünf in Folge. In Ordnung. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen Dribbling und Jumpshot zu kombinieren. Ja, auch da verteilst du dich wieder innerhalb der Dreierlinie in der Mitteldistanz. Startest in einer tiefen Position, machst einen Dribbling neben dem Körper, machst einen Handwechsel von rechts nach links, bleibst direkt tief, landest in deiner Ausgangsposition, dippst den Ball vernünftig und drückst dich explosiv in den Jumpshot. Vier Treffer mit dem Dribbling rechts nach links, vier Treffer mit dem Dribbling links nach rechts. Alles klar? Los! Ja, versuch mal deine Füße ein bisschen schneller zu setzen und nicht so langsam. Sehr schön. Gut, gut. Na komm, schnell den Rebound holen und weitermachen. Bravo. Drück dich noch ein bisschen explosiver nach oben. Streck deinen ganzen Körper. Auch bei dem Dribbling ist der Blick schon die ganze Zeit in Richtung Korb. Das waren schon vier, ne? Selbe Geschichte auf der anderen Seite. Na, ihr habt gerade gemerkt, dass Johannes ein bisschen nach vorne gesprungen ist. Das wollen wir auch vermeiden. Gut. Mach mal weiter. Es gibt noch zwei Unterschiede in der Art des Wurfs. Ob man eventuell eine Pause macht, wenn man am höchsten Punkt ist, um den Ball dann erst Richtung Korb zu bringen, oder man wirft in einer Phase. Ich glaube, der den schönsten Wurf hat in einer Phase ist in der NBA, ist Steph Curry, der aus sämtlichen Lagen wirft und da auch eine sehr, sehr gute Quote hat. Der beste Schütze mit zwei Phasen, würde ich sagen, ist Ray Allen. Weiß nicht, ob den noch alle kennen, aber der streitet sich gerade um den Titel des besten Schützen aller Zeiten mit Steph Curry. Der ist wirklich nach oben gegangen, ist da einen klitzekleinen Moment eingefroren und hat ihn dann in Richtung Korb gebracht. Johannes, das waren auch vier? In Ordnung. Jetzt versuchen wir mal, zwei Handwechsel zu machen. Das ist wie so ein Scherendribbling. Dribbelst den Ball mit der rechten Hand nach links und dribbelst ihn dann von links nach rechts, landest wieder, dippst den Ball und gehst in den Jumpshot. Ja, du machst bitte sechs Treffer. Nach jedem Treffer wechselst du die Hand, mit der du anfängst zu dribbeln. Verstanden? Ja, das geht alles noch ein bisschen schneller. Versuch deine Füße schneller zu setzen. Versuch härter zu dribbeln. Eins, zwei, besser. Ja, nach dem letzten Handwechsel versuchen wir gar nicht mehr irgendwo nach rechts oder nach links zu springen, sondern wir wollen einfach nur die Füße schnellstmöglich wieder zusammenbekommen, dass sie fast parallel sind. Sehr gut, Johannes. Um da in den Jumpshot zu kommen. Ah, bleib so gerade wie möglich. Bessere Flugkurve bekommen. Und hoch. In Ordnung. Weiter geht's. Komm, schnell den Rebound holen und weitermachen. Schnell den Rebound holen und weitermachen. Warum wir das machen, es geht einfach nur darum, dass man im Spiel immer aus sämtlichen Situationen bereit sein muss, die Füße perfekt zu setzen. Ja, sei es nach einem Kickout von unserem Guard oder nach einem Pass nach außen von unserem Big Man oder auch aus dem Dribbling, was wir hier gerade trainieren. Ja, der Pass kommt natürlich nicht immer perfekt, sondern auch da müssen wir versuchen, ihn mal von oben in die Dip-Position zu bekommen oder wie jetzt Johannes hier aus dem Dribbling, den da in die Mitte zu kriegen, um die bestmögliche Situation zu haben, um in den Wurf zu kommen. Johannes, hast du sechs? Gut, einen Freiwurf treffen. Wirf höher. Besser. Alles klar. Eine Übung machen wir noch, danach gibt es die nächste Trinkpause. Du kannst dich wieder um den Korb verteilen, versuch verschiedene Winkel zu bekommen. Es gibt natürlich nicht nur einen Winkel, aus dem wir werfen, wie jetzt gerade da oben,
sondern wir müssen aus allen Situationen bereit sein. Du bist in einer tiefen Position, ein Dribbling neben dem Körper, ein Dribbling durchs Bein, ein Dribbling vorm Körper, landen, Ball dippen, Jump Shot. Okay? 6 Treffer. Nach jedem Treffer wechselst du wieder die Anfangshand, mit der du dribbelst. Na, wir machen mal 8. Machen mal 8 und dann wechselst du auch da wieder nach jedem Treffer die Anfangshand. Okay? Auf geht's. Na, auch da seht ihr bei Johannes, er überkreuzt. Super Annahme. Er überkreuzt seine Füße nach dem letzten Handwechsel, geht somit in 2 Kontakte. Auch das könnt ihr ein bisschen variieren zu Hause. Ihr könnt auch sagen, nach dem letzten Handwechsel landet ihr schnell in 1 Kontakt, um euch da nach oben zu drücken. Johannes ist jemand, der beherrscht schon sehr, sehr gut für sein Alter beide Möglichkeiten des Landens. Ja, noch ein Sidestep dazu, in Ordnung. Das Dribbeln geht auch noch ein bisschen härter, Johannes. Gerade nach dem ersten Handwechsel versuche ich ihn schneller wieder auf die andere Seite zu ziehen. Ja, das war schon besser. Das war schon besser. Ja, gerade bei den Handwechseln, gerade gut zu sehen, ist es wichtig, dass wir die Hüfte schnellstmöglich nach vorne bekommen und parallel mit den Füßen zum Korb stehen und nicht in so einer Art Schrittstellung wie ein Fechter da stehen, sondern aus der Position kann man sich am besten nach oben drücken, um da in den Wurf zu gehen. Dribbel härter, dann verlierst du den Ball auch nicht. Besser. Auch da bitte versuchen, den Ball noch am langen Arm zu kontrollieren, dass du ihn erst nach da bringst und dann mit dem zweiten Schritt ihn in die Mitte bekommst. Gut. Das ist der Vorführeffekt, oder?
richtig drauf gekommen. Ich bitte einmal um Entschuldigung, wir hatten hier ein paar technische Probleme. Ich war offensichtlich nicht mehr zu hören. Gut, sehr schöner Einkontaktstopp, Johannes. Ne, natürlich auch da zu sehen, jeder Stopp hat seine Vor- und Nachteile. Ja, wenn man in zwei Kontakte geht, ist es deutlich schneller. Bei dem einen Kontakt kann man wirklich darauf achten, dass die Füße super gut zu setzen sind, dass man den Gegenspieler eventuell auch noch kurz in eine Situation bringt und kurz abwartet, ob man ihn wirklich in den Wurf geht oder nicht. Alles klar. Gut, Johannes, wir fangen mal an zu zählen. Gehst bitte mal in 8 Treffer und auch da nach jedem Treffer wieder deine Anfangshand wechseln, mit der du anfängst zu dribbeln. Alles klar? Auf geht's. Gucken, Step. Na komm, ein bisschen mehr Spannung haben, wenn du in den Wurf gehst. Auch da gerne mit so einem kleinen In-and-Out arbeiten, wie Johannes gerade gemacht hat. Wirklich immens wichtig, sich selbst einen eigenen Wurf kreieren zu können. Okay, Johannes. Sehr schön. Augen sind die ganze Zeit Richtung Korb gerichtet. Ja, gerne mal mit so einem Headfake arbeiten, was ich gerade schon angesprochen habe. Sehr, sehr gut. Zweite Hand wirklich zum Ball bringen. Zweite Hand zum Ball. Auch da müsst ihr zu Hause, auch da müsst ihr zu Hause aufpassen. Nicht die Hand unter den Ball bringen, dann wird es oft als Schaufeln gewertet. Darum den richtigen Moment abwarten, die Hand neben den Ball platzieren, um ihn dann nach vorne zu bekommen und in den Wurf zu gehen. Wie viele Treffer hast du? Zwei noch. Wirf bitte ein bisschen höher. Gut. Super. Komm mit deinem Dribbling noch ein bisschen mehr nach vorne, nachdem du die kurze Pause gemacht hast, dass du da deinen Gegenspieler wirklich schlägst. Und push. Viel besser. Bei Rechtshändern ist es okay, wenn der rechte Fuß minimal vorne ist, bei Linkshändern natürlich dann der linke Fuß. Was aber schleunigst vermieden werden soll, ist, dass es dann bei Rechtshändern der linke Fuß vorne ist, wie es gerade bei Johannes war, denn dann hat man einfach nicht die Stabilität, um in den Wurf zu gehen. Selbe Geschichte, dribbelst wieder nach vorne, frierst kurz ein, achte bitte noch ein bisschen mehr darauf, dass du hier in der Drop-Position bist. Ne, denn wenn wir die Füße so weit auseinander haben, verkaufst du deinen Wurf nicht gut genug und kein Gegenspieler denkt, dass du da wirklich in den Dreier gehen kannst. Alles klar, deswegen sei hier mehr in der Drop-Position, zweite Hand zum Ball. Was du jetzt machst, ist nicht mehr dieselbe Seite attackieren, sondern machst bitte einen Handwechsel, entweder, wie ich hier gerade vorgemacht habe, durchs Bein oder vor dem Körper oder fortgeschrittene Variante, den Ball hinterm Rücken werfen. Ja? Vor. Gut. Sehr gut bei Johannes zu sehen gerade. Er hat sein rechtes Knie in dem Fall ein bisschen eingedreht, damit der Platz da größer ist, um den Ball durchzuwerfen. Ja, da wieder. Sehr, sehr gut, Johannes. Step. Ja, sehr schön. Gut, wir fangen an zu zählen. Auch jetzt machst du bitte 8 Treffer. 4 Treffer auf jeder Seite. Ja, ein bisschen mehr Zeit lassen. Ein bisschen mehr Zeit lassen in der Position, wo du die zweite Hand zum Ball bringst. Kurz einfrieren, den Gegenspieler auch Zeit geben, auf deinen Fake zu reagieren. Ja, der war drin, aber auch der war zu flach, Johannes. Ne? Nächstes Mal führe ich eine Strichliste, wie oft ich das sage. Ja, super Handwechsel. Sehr schöne Flugkurve. Gut. Gut. Das war ein super guter Wurf. Ja,
Ja, es ist beim Pull-up, wie man im Basketball sagt, bei dem Wurf aus dem Dribbling in der Mitteldistanz, da wirklich wichtig, euch ein bisschen mehr nach oben zu drücken, denn da stellen wir uns ja meistens vor, dass wir einen Gegenspieler vor uns haben, da sind wir nicht komplett offen und da müssen wir versuchen, bestmöglich über ihn rüber zu werfen. Aber im Catch-and-Shoot, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, gibt es auch Situationen, wo man super gutes Ball-Movement hat, wo es einen Extrapass gegeben hat, wo ihr komplett blank seid, die Füße setzen könnt, um dann in den Wurf zu gehen. Da ist es nicht immer nötig, über irgendjemanden rüber zu werfen, wie es jetzt beim Mitteldistanz-Pull-Up ist. Wie viele Treffer hast du, Johannes? 7, einer fehlt noch. Ja, versuch deinen linken Fuß nicht zu weit nach vorne zu setzen. Kannst du dich nicht so gut nach oben abdrücken, um deinen Schwung mitzunehmen aus dem Unterkörper. Step und rein da. Na komm, ein Treffer noch. Und Step. Gut. Jetzt habe ich dich hier als Shooter angepriesen und dann triffst du den letzten nicht, Johannes. Machst du es mit Absicht? Da ist er. Sehr schön. Die letzte Sache, die wir machen. Ja, ich habe gerade davon gesprochen, dass wir den Dreier zeigen wollen. Okay, um den Gegenspieler darauf oder den Gegenspieler bisschen zu veräppeln, dass wir dann einen besseren Drive haben. Jetzt wollen wir auch wirklich noch ein paar Dreier werfen. Johannes, du machst exakt das gleiche Dribbling nach vorne. Ja, versuchst aber jetzt mit dem Schwung ja, den vorderen Fuß aufzusetzen, den hinteren Fuß nachzuziehen, um dann in einen schönen Dreier zu gehen. Alles klar? Du machst bitte 4 Treffer, ihr zu Hause natürlich auch. 2 Treffer, wo du erst mit der rechten Hand dribbelst, 2 Treffer, wo du erst mit der linken Hand dribbelst. Danach treffen wir noch Freiwürfe und dann ist Feierabend. Alles klar? Auf geht's. Ja, eventuell wart ihr zu Hause auch so fleißig und habt euch eine Markierung gemacht, wo denn die Dreierlinie wirklich ist. Ja, wir in der Halle haben jetzt das Glück, dass wir es wirklich genau sehen können. Ganz, ganz wichtig ist, nicht auf der Linie stehen. Ja, es gibt Spiele, wo manche Spieler natürlich 1, 2 Würfe treffen und damit der Fußspitze auf der Linie stehen. Das gibt dann natürlich nur 2 Punkte. Das wollen wir vermeiden. Sieht, glaube ich, kein Trainer sehr gerne, wenn man den gleichen Wurf trifft und dann 1 Punkt weniger bekommt. Gut, Johannes. Ja, hol dir wirklich deinen Schwung aus den Beinen, fang unten an und dann explosiv nach oben drücken. Ja? Step. Gut, 2. Ja, okay. 2 Treffer fehlen noch. Ganz in die Streckung gehen, den Arm oben stehen lassen. Gut. Und einen letzten noch. Letztes ist immer der wichtigste. Sei es im Spiel oder im Training und rein damit. Step. Kriegt deinen Körperschwerpunkt ein bisschen mehr nach unten, dass du wirklich den Schwung mitnehmen kannst, um in den Wurf zu kommen. Gerade aus dem Dribbling sehr, sehr wichtig. Rein da. Stand mit der Fußspitze auf der Linie. Ich bitte dich darum, deine Füße hinter der Linie zu platzieren. Auf geht's. Step. Weites Dribbling. Gut. Na komm, Johannes. Sehr gute Quoten geschossen heute, aber der letzte ist der wichtigste. Gerade schon erwähnt. Ne, 2 Punkte tief, wir brauchen unbedingt jetzt einen Dreier, um das Spiel zu gewinnen. Noch ein Versuch. Johannes, kein Stress, wir haben Zeit. Alles gut. Natürlich nur der Vorführeffekt. Johannes wirft sonst maximal 2 Würfe in Folge daneben.
An manchen Tagen sind es vielleicht auch 3. Na komm, noch einmal konzentrieren, wirklich mit Schwung in den Wurf gehen. Sehr schön. Zum Ende treffen wir noch 2 Freiwürfe in Folge. Das geht mit Sicherheit deutlich schneller als gerade eben. Das ist der erste. Und den zweiten trifft er auch. Alles klar. Das war es schon wieder von uns. Ja, es hat mir sehr Spaß gemacht. Johannes hat das super gut gemacht. Ich hoffe, ihr hattet zu Hause auch viel Spaß. Wie schon gesagt, abonniert unseren YouTube-Channel. Schaltet bei den anderen Programmpunkten ein. Nächsten Mittwoch ist wieder Kitchen Club mit Coach Stein im Möbelhaus Nehmann. 3-mal die Woche bieten wir auch einen Fitnesskurs an, montags, dienstags und freitags und natürlich auch die anderen Online-Trainings am Dienstag und nächsten Freitag wieder hier mit mir. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann.